Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Pressebriefing mit Steffi Lemke, politische Bundesgeschäftsführerin und Wahlkampfleiterin von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte, Steffi Lemke. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte Sie gerne über den Ablauf des heutigen Parteitagstages informieren. Zum einen, wir werden heute den gesamten Tag über die einzelnen Programmkapitel, nachdem wir gestern Abend die Präambel einhellig verabschiedet haben, diskutieren, verschiedene Abstimmungen innerhalb der Kapitel haben und nachdem wir diese jeweils diskutiert und beschlossen haben, am Abend, ich hoffe gegen 23 Uhr, das Programm abschließend verabschieden. Zu den Debatten, die uns heute erwarten, möchte ich Sie auf einige Highlights aufmerksam machen. Zum einen werden wir zum Beginn, zum Auftakt der Programmdebatte heute die Reden der beiden Spitzenkandidaten Jürgen Trittin und Renate Künast haben, die zur Programmdebatte bei den beiden Kapiteln Wirtschaftspolitik und Energiepolitik jeweils einen Redebeitrag halten, den Sie natürlich als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl halten. Wir werden dann die einzelnen Programmkapitel weiter diskutieren und verabschieden. Zu den Abstimmungen sage ich gleich noch etwas, möchte Sie aber vor allem auch noch mal auf die Rede der Bundespräsidentschaftskandidatin Gesine Schwan, die wir gegen 17 Uhr erwarten, aufmerksam machen und auf die beiden weiteren Gastredner, die wir heute innerhalb der Programmdebatte erwarten. Zum einen Olaf Tschimke, den Präsidenten des NABU, und zum zweiten eine Vertreterin der Internetinitiativen, Rena Tangens, die wir im Kapitel Demokratiewagen ohne Input kein Output als Gastrednerin erwarten. Olaf Tschimke wird innerhalb des Umweltkapitels reden. Eine Veränderung, die sich im heutigen Ablauf ergibt, auf die ich Sie kurz hinweisen möchte, ist, dass beim Kapitel Bildung nicht Christa Sager, sondern Priska Hinz die Programmkapitel-Einbringung vornehmen wird. Und zu den Informationen über Abstimmungen, die uns erwarten, wobei dort möglicherweise auch noch welche hinzukommen oder wegfallen können im Laufe des Tages. So sind das zum einen im Wirtschaftskapitel Abstimmungen zur Frage Höhe des Mindestlohnes, zur Frage Eigentümerstrukturen der Netzinfrastruktur im Energiesektor, die Frage der Freibeträge für Betriebsvermögen bei der Erbschaftssteuer, die Frage einer zusätzlichen Einführung der Vermögenssteuer auf private Vermögen, also additiv zu dem im Programmkapitel bereits vorhandenen Vermögensabgabe, und die Frage von Eingangssteuersatz und Grundfreibetrag. Wie gesagt, Veränderungen können sich für diese Bereiche noch ergeben. Im Energiekapitel eine Abstimmung zum Energiesparfonds. Im Bereich Soziales zur Frage der Gesundheitspolitik. Hier betrifft es die versicherungsfremden Leistungen in der GKV, die Ausgestaltung der Bürgerversicherung in der Rente, die Frage vom Partnereinkommen beim ALG II und von Sanktionen beim ALG II. Im Bereich Bildung die Frage des Rechts auf Berufsausbildung, also eines Grundrechts auf Berufsausbildung und des Bildungseinkommens. Im Kapitel Neues Miteinander, die Frage der Kindergrundsicherung, zu der mehrere Anträge vorliegen, und der Kinderkarte und zum Familienvertrag. Im Bereich Gesundheit möglicherweise zur Gesundheitskarte. Im Bereich Demokratie, im Bereich Demokratie die Frage von Kumulieren und Panaschieren auf Bundesebene, also für Bundestagswahlen, und die Frage des Wahlalters und des Religionsunterrichtes. Im Kapitel Kultur die Frage von Rundfunkgebühren, also die zukünftige Finanzierung der Rundfunkgebühren über Steuern.
und im Bereich Außenpolitik auch hier als potenzielle Abstimmen zur Frage Schaffung einer parlamentarischen Versammlung bei den Vereinten Nationen. Soweit der Überblick für den heutigen Tag. Danke, Steffi Lemke. Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Ja, bitte, Herr Kleber. Warum spricht Priska Enzo und nicht Christa Sager? Reine Zeitgründe. Christa Sager wird in der Kindergrundsicherungsdebatte eine der beiden Abstimmungsalternativen vertreten und hat darum gebeten, sich darauf konzentrieren zu können und wollte dann das Bildungskapitel nicht zusätzlich dort machen. Keine politische Implikation. Ja, bitte, Herr Denkler. Bei der Frage Wahlalter, gibt es da welche Position dazu? Dort gibt es die Frage, ob die bisherige Forderung, das Wahlalter auf 16 abzusenken, noch stärker reduziert werden soll, auf 14 Jahre, beziehungsweise auch auf Jugendliche, die im Verlaufe einer Legislaturperiode 16 werden. Die Antragsnummer, wenn Sie das besonders interessiert, ist, das sind die Anträge in Demokratie, Kapitel Nummer 123 und 123-2 im Kapitel D. Ich kann Sie noch darüber informieren, dass für die Debatte morgen zur Frage des Wahlaufrufes die Anträge, die von Thilo Hoppe und weiteren eingebracht worden sind, zurückgezogen wurden. Auch eine Reihe von Änderungsanträgen. Das genaue Verfahren wird dann heute im Laufe des Tages festgelegt. Aber die Anträge von Thilo Hoppe, sowohl der eigenständige als auch die Änderungsanträge, sind zurückgezogen. Herr Denkler. Also in dem Wahlaufruf also gar keine Änderungen geben oder nur im Teil? Da wir eine Reihe von Änderungsanträgen dazu vorliegen haben, ich glaube 15 ungefähr, kann ich das erst heute im Laufe des Tages abschließend sagen. Keine Änderungsanträge zum Optionenbereich? Es gibt noch einen Antrag von KV Spandau, der diesen Optionenbereich auch betrifft und von dem ich gegenwärtig noch nicht sagen kann, wie das Verfahren sein wird. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.